Hi, willkommen bei eTrodo. Heute schauen wir uns mal die Bose Quiet Comfort Earbuds an, und zwar noch die erste Version und ob die sich heute in 2024 noch lohnen. Lohnt sich die erste Version der Bose Quiet Comfort Earbuds noch oder sollte man vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben und schon zum Nachfolger greifen oder vielleicht zu einer alternativen Marke? Ich kann direkt sagen, hier mittlerweile für diesen Preis, gerade was in Bezug auf das Active Noise Cancelling sich bezieht, ist jetzt immer noch einer der besten Active Noise Cancelling Kopfhörer. Was haben wir denn jetzt bei den Bose Quiet Comfort Earbuds bei der ersten Version hier eigentlich alles drin in der Verpackung? Wir haben natürlich unser Ladecase mit den zwei Kopfhörern drin. Das Ladecase hat hier vorne 5 LEDs als Indikator, wie voll das Case geladen ist. Wenn wir das öffnen mit dem Knopf drauf, dann sehen wir direkt, es leuchtet hier vorne, wie voll das Case ist, und dass die Kopfhörer, die blinken und man sieht, okay, die sind auch mit Akku gerade am Laden. Und das Schöne ist, ein toll hochwertiges Case, ganz, ganz smooth, wie sich das anfasst, ist ja auch wichtig. Die Kopfhörer magnetisch drin, fallen nicht raus. Das heißt, wenn ich die mal so leicht rausnehme, die snappen sofort wieder ein. Also hier auch einfach Sicherheit, dass sie nicht verloren gehen. Kritisiert wird oft die Größe des Cases. Ja, es ist groß. Das heißt, wenn ich mir das jetzt hier mal so in die Hose reinstecke, dann sieht man hier immer, im Herbst und Winter kein Problem mit der Jacke. Das nur zu beachten. Es gibt kleinere Cases. Ja, gut, dafür ist es ein wirklich sehr schön hochwertiges Case als solches. Die Batterie hier drin reicht für 2-mal Aufladen. Die Laufzeit als solches von den Kopfhörern ist 6 Stunden mit angegeben. Mit Active Noise Cancelling und dem ganzen Drumherum würde ich 5 Stunden als realistisch erachten. Ja, es können auch nach Lautstärke, könnt ihr auch 5,5 Stunden. Also das ist immer so abhängig. Aber ich würde sagen, realistische 5 Stunden. Und dann könnt ihr die Kopfhörer 2-mal von 0 auf 100 wieder vollladen mit dem Case. Das Aufladen geht unheimlich schnell, also gefühlt 15 Minuten macht ihr die mal rein und dann könnt ihr wieder 4, 5 Stunden hören. Also das geht auch super schnell. Wir haben die Aufsätze, USB-C-Kabel natürlich zum Aufladen, klar, aber wir haben hier die Aufsätze. Denn es sind nicht nur einfache Silikonfropfen, sondern auch passend zur Hörmuschel legen die sich ja so rein. Das heißt, wenn wir das mal so zeigen hier, dann seht ihr hier diese Form. Rechts und links steht drauf und die gehen super schnell ins Ohr. Gefällt mir richtig gut, intuitiv. Und wie ich gerade gesagt habe, durch diese Ohrmuschel-Silikonanpassung, guck mal, wie fest die drin sind. Also das hammermäßig, da wackelt gar nichts. Aber wie gesagt, ist subjektiv, jedes Ohr ist anders geformt. Vielleicht gibt es auch Ohren, da passt das gar nicht, da müsst ihr andere Kopfhörer wählen. Geht halt leider immer nur durch Ausprobieren. Aber bei mir, ey, das ist echt der Hammer. Da hängt nichts drin, die sitzen wirklich richtig, richtig fest. Und vor allen Dingen, ich höre nichts mehr von außen. Und die sind noch nicht mal angeschaltet. Das ist einfach nur, weil die so dicht sind, dass ich so schon gar nichts mehr höre. Ich verbinde, er sagt jetzt immer ready to connect. Ich gehe auf Bluetooth, gehe hier auf die Earbuds und verbinde mal die Kopfhörer. Ich probiere das erste Mal jetzt selbst aus mit diesem Handy. Er sagt Verbindungsanfrage, zulassen natürlich, so wie man das kennt. Und er sagt connected to und sagt dann den Namen des Handys, wie man es in den Bluetooth-Einstellungen eingespeichert hat. Und jetzt sind wir ja verbunden. Da haben wir schon in der Anzeige die Kopfhörer zu verbinden. Hier hinziehen, das mache ich mal, habe sie nach unten. Dafür haben wir jetzt noch eine bessere App. Ich bin in der falschen App mit der Bose Music App. Guck mal, das wusste ich selbst jetzt gar nicht. Das ist jetzt quasi wirklich live. Jetzt haben wir die aktuelle App einmal drauf. Jetzt mache ich hier Produkt verbinden. Dann die Sachen alles wieder zulassen. So, neues Produkt einrichten, Kopfhörer on Frames. Überspringen, wir müssen kein Konto einlegen, Gott sei Dank. Ich Benachrichtigung erlauben, überlasse ich jetzt erstmal. Ja, in der Nähe suchen, er sucht jetzt, findet jetzt die Kopfhörer. Und jetzt verbinden wir einfach mal die Kopfhörer mit der neuen App jetzt, also quasi live, damit wir das alle mal sehen. Er fragt mich jetzt wieder, alles zulassen, ich sage verbinden. Ja, und dann gucken wir mal, wie lange das dauert.
Denn das finde ich auch immer wichtig, dass die Einrichtung leicht geht. Softwaretechnisch. Die Software mag ich wirklich sehr. Wir haben ja gerade gesehen, dass ich die wechseln musste. Ist jetzt aber so groß gar nicht anders. Wir haben hier die Kopfhörer drin. Wir haben hier die Lautstärke. Die ist ja standardmäßig auf Mittel. Das ist nicht wundern, dass sie vielleicht zu leise sind. Man muss die in der App auch noch mal lauter machen. Dann haben die gut Druck. Die Geräuschunterdrückung in 10 Stufen. Auf 10 ist es echt mega krass. Man hört halt gar nichts mehr. Ich höre mich selbst überhaupt nicht oder fast gar nicht. Auf Stufe 0 haben wir ein Grundrauschen hier drin. Das ist relativ hoch. Das war aber schon mal höher. Nach den Updates über die ganze Zeit ist es auf jeden Fall weniger geworden. Ich kann sagen, ab Stufe 3 hörst du das Grundrauschen nicht mehr, hast aber noch genug von außen. Also die Geräuschunterdrückung noch nicht so krass. Wenn man diese ganze Bedienung, es ist ja alles Touch. Wir können die Lautstärke auch übrigens einstellen. Da müssen wir aber einmal auf die Lautstärke Touch-Steuerung, die muss man aktivieren. Die ist standardmäßig deaktiviert. Das heißt, jetzt halten und hochziehen oder runter, dann wird die Lautstärke bedient. Wenn man jetzt nicht weiß, wie war das noch mit Doppelklick hier und Doppelklick da und hier muss man halten. Super leicht, hier gibt es den Reiter Tipps. Hier wird alles nochmal super leicht erklärt, finde ich ganz wichtig. Ne, zum Beispiel die Touch-Bedienung, zum Beispiel die Geräuschunterdrückung, was ja mit das größte Feature ist. Das heißt, auf der linken Seite zweimal drücken und dann kommen wir in den Modus 1. Das heißt, wir sind jetzt auf mittlerer Transparenz, nochmal drücken. Jetzt bin ich auf voller Transparenz, Rauschunterdrückung ist auf 0 und nochmal drücken und flupp, bin ich wie in so einem Loch und ich höre nichts mehr. Sobald der Transparenzmodus drin ist, hört man sich selbst ein bisschen komisch, ein bisschen robotermäßig, denn die Mikrofone greifen das auf und verstärken die eigene Stimme. So hört man sich selbst. Das kann man auch wiederum in den Einstellungen einstellen, wie man sich auch bei den Telefonanrufen selbst hören möchte, ob mittel, leise, laut und so weiter. Kann man also alles individualisieren. Denn wenn man hier gedrückt hält, auf der rechten Seite kommt bei mir der Google Sprachassistent. Okay, suche mir irgendetwas. Und er sieht, er schreibt jetzt auch mit super schnell. Also das funktioniert auch wirklich gut. Und das Mikrofon ist übrigens nur an der rechten Seite. Das heißt, wenn ihr telefonieren wollt, solltet ihr immer den rechten Kopfhörer drin haben. Mit dem linken nur funktioniert es nicht. Ihr könnt aber so telefonieren. Das funktioniert auf jeden Fall. Vom Klang muss ich sagen, unglaublich guter Klang, gefällt mir richtig gut. Da seid ihr immer noch top of the notch. Bass ist super, hat richtig Volumen, übersteuert aber nicht. Also ist jetzt nicht zu doll, das ist alles überlullt quasi, das Soundbild. Die Höhen und Mitten sind recht stark angehoben. Nicht, dass sie zu scharf sind, also die S-Laute zum Beispiel sind es nicht zu scharf, aber gerade so Snares, Stimmen, aber eben auch die Höhen als solche sind merklich angehoben und dadurch erzeugt das natürlich ein sehr klares Bild. Auch das muss man mögen. Mir gefällt das unheimlich gut, denn wir haben trotzdem ein schönes Klangbild, ein schönes insgesamtes Klangbild. Wir haben hier kein EQ, den man hier nicht einstellen kann. Ein bisschen unverständlich, denn jeder möchte das natürlich so als solches auch nochmal vielleicht ein bisschen individualisieren. Wir können verschiedene Shortcuts nochmal anlegen, also selbst nochmal ein bisschen individualisieren, was man hier an der Bedienung haben möchte. Wir können uns natürlich auch hier die verschiedenen Einstellungen, also je nachdem, wie oft man hier drückt, wie stark soll die Rauschunterdrückung sein. Hier standardmäßig ist es Stufe 10, Maximum 5 und 0. Können wir aber auch alles individualisieren, so wie es jeder mag. Also jetzt die Frage, lohnt sich die Bose Quiet Comfort Earbuds, die Version 1 dennoch? Auf jeden Fall. Die haben bei 280 Euro UVP angefangen, sind dann relativ schnell auf 230 gesunken und jetzt mit dem Nachfolger liegen wir bei so guten 150 Euro und dafür kriegen wir noch einen mega Kopfhörer. Da könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Wir haben einen richtig geilen Klang. Ja, man kann den EQ nicht individualisieren, immer noch nicht, unverständlich, aber der Klang wird, ich würde sagen, für 98% der Leute wird er überragend sein. Lautstärke ist sehr, sehr gut, aber in der App auf jeden Fall auf Maximum Lautstärke ziehen. Dann ist auch die Lautstärke da. Wir haben eine gute Akkulaufzeit, wie gesagt, überragender Klang. Active Noise Cancelling ist immer noch mit eines der besten auf dem Markt. Das geht fast nicht besser. Ich habe es gerade aktuell aktiv und ich habe keine Ahnung, wie laut ich spreche. Also ist super geil. Der Klang, der Sitz, Entschuldigung, ist super bequem. Man kann die lange tragen, man kann sie auch mal so ein bisschen drehen. Mega geil. Also
ein absolutes Premium-Produkt immer noch, bei dem ihr bedenkenlos zugreifen könnt. Kommt doch einfach gerne mal bei uns vorbei, bei eTrodo hier in Bocholt, oder schaut euch ein bisschen online um auf eTrodo.de oder bei uns auf YouTube. Wenn euch das Video gefallen hat, dann hinterlasst gerne ein Like und abonniert den Kanal.